Hallo ihr Lieben, wir haben heute Teil 2, die schwarze Skinny Jeans. Also Trends gibt es ja viele, ne? Und auch Jeans-Trends gibt es unglaublich viele. Aber ein Phänomen gibt es, und zwar die schwarze Jeans. Die ist also seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken, unter anderem die schwarze Skinny Jeans. Und irgendwie haben wir, glaube ich, alle eine, aber meistens, ich erwische mich auch immer dabei, kombiniert man und stylt man das Teil immer gleich mit irgendwelchen gleichen Basics, die wir so haben, ne? Weil sich Klamotten zusammenzusuchen ist schon Arbeit, ne? Meistens hat man ja alle Zutaten beieinander, das ist wie beim Kochen, aber man kombiniert sie nicht richtig. Und diese Fashion-Reihe soll einfach dazu dienen, um ein paar Anregungen zu geben. Es sind keine neu gekauften Sachen, es ist alles aus meinem Kleiderschrank, was ich jetzt zusammengesucht habe. Und um nochmal zu den Skinny Jeans was zu sagen. Skinny Jeans bei kurvigen Frauen. Also verabschiedet euch von dem Mythos, dass jetzt, wenn jetzt kurvige Frauen Skinny Jeans anziehen, dass sie die Silhouette schmaler machen. Nur dann, wenn ihr längere Oberteile anzieht. Also zu Skinny Jeans dann keine kurzen, engen Teilchen. Aber das macht ihr auch nicht. Das machen vielleicht die jungen Mädchen, aber wir im Best Ager, wir wissen irgendwie ja schon, wie wir uns stylen. Also was uns steht und was uns nicht steht. Viele haben ihren Style gefunden, aber manchmal sind ja Anregungen auch ganz nett. Also bei kurvigen Frauen etwas längere Teile, so oberschenkellange Boyfriend, sagt man Boyfriend, ja, Boyfriend-Hemden oder diese langen Blusen oder Tuniken drüber ziehen oder lange Strickjacken, was sich jetzt sehr schön im Herbst, Winter anbietet. Bei kleinen Frauen sehen Skinny Jeans am besten aus, wenn sie High Heels dazu anziehen. Also kleine, schmale Frauen, da würde ich jetzt auch keine Ballerina sein, wirkt ihr noch zerbrechlicher. Also bei kleinen, zarten Frauen und Skinny sehen klobige, nicht zu klobige Boots, aber sehen schon so Enkelboots toll aus, da sehen Bikerboots toll aus und auch High Heels. Die machen euch dann größer und strecken die ganze, also eure ganze Körperlänge noch mehr. Und ich würde dann auch kleineren Frauen empfehlen, dass sie kürzere Teilchen anziehen. Da könnt ihr eure Figur ruhig schön eure Formen betonen. Dann haben wir noch das Modell Skinny Jeans bei großen Frauen. Den würde ich empfehlen, dass sie die Hose nicht zu lang kaufen. Entweder kürzen oder umkrempeln. Die sollten am Knöchel enden, um das ein bisschen zu stauchen, weil ihr lange Beine habt. Und dazu sehen natürlich toll Bikerboots aus oder auch Ballerinas bei großen Frauen. Und eine Bikerjacke, das macht einen sehr autoritären, toughen Eindruck. Bei großen Frauen Skinny Jeans und so eine Bikerjacke, das ist schon, das hat schon was. Ja, bevor ihr jetzt gleich meine Vorschläge seht, möchte ich euch nochmal danken für die vielen, vielen Genesungswünsche. Ihr seid echt süß und habt mir gesagt, nee, jetzt drehen wir nicht weiter. Aber ich wollte das ganz gerne vom Tisch haben und habe das also heute in Angriff genommen für euch, damit es auch so eine Linie bleibt, ne? Und dass ich mich jetzt nicht in zwei Wochen mit der schwarzen Jeans weitermache. Es ist richtig, ich bin noch ein bisschen erkältet, ich weiß auch nicht. Es ist, ne, am Tage sind es 25 Grad, das soll bis zum Wochenende 28 Grad Hochsommer werden und nachts sind es 0 Grad. Das ist ja schon Wahnsinn und das rafft so viele Leute dahin. Alle haben so irgendwie was und ich, dummes Schaf, ich habe also Folgendes gemacht. Ich habe solche mächtigen Verspannungen, ne? Jetzt reden wir mal über Schmerzen, weil ich seit Wochen Kopfschmerzen habe. Und da habe ich Massagen verschrieben bekommen beim Arzt. Und da waren lauter Leute in diesem Sprechzimmer. Wahrscheinlich habe ich mir da auch irgendwas eingefangen, die sich die Grippeimpfung verpasst haben. Und ich habe das noch nie gemacht in meinem hohen Alter. Meine Mutter sagte immer, ja, lass dich mal Grippe impfen. Ich habe das noch nie gemacht. Jetzt habe ich das erstmalig in meinem Leben gemacht und habe mir da so eine Grippeimpfung reinjagen lassen. Und fragt die Schwester noch, aber nicht, dass ich jetzt krank werde, ne? Weil ich werde ja schon, nein. Und was ist? Mich hat es voll erwischt. Aber vielleicht ist es auch alles irgendwie eine unglückliche Verkettung oder eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ich kriege mich schon wieder hin. Ich werde gesund essen und viel trinken und auch an die Luft gehen. Ich hoffe, euch geht es gut. Einige haben mir auch geschrieben, dass sie krank da niederliegen, sogar manche im Urlaub. Mein Gott, das ist ja wirklich furchtbar. Im Urlaub, das habe ich oft gehört, im Urlaub, wenn der Körper dann zur Ruhe kommt und er nicht mehr auf Hochtouren laufen muss, dann bricht er auf einmal zusammen. Dann bricht alles aus, was so geschlummert hat unter der Oberfläche. Also passt auf euch auf, ihr Lieben, ihr Süßen. Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden von euch und dann
zeige ich euch, könnt ihr euch die Styling-Möglichkeiten der schwarzen Jeans anschauen. Danke. So, ein lässiger Style. Skinny Jeans, Perms, eine Bikerjacke und ein großer Shopper. Das Ganze würde jetzt etwas rockiger aussehen, wenn ihr zum Beispiel Bikerboots anzieht. Das werde ich auch gleich machen, um euch das mal diesen Unterschied. Das ist wirklich krass, was so ein Pumps, also was wirklich ein Schuh am ganzen Style ausmachen kann. Wie ihr die gleiche Klamottenkombi, wie die ganz anders wirkt, wenn ihr jetzt einen Pumps anhabt, einen Sneaker oder ein Bikerboot anhabt. Es ist wirklich verblüffend. Und Schuhe lieben wir Frauen ja alle. Ich habe eine Freundin, die sagte mir, auch Schuhe passen immer. Mit Klamotten ist es immer so eine Sache, wenn man ab und zu nimmt, aber Schuhe passen immer. Deswegen ist wahrscheinlich auch dieser Schuh-Tick, den wir Frauen oder viele Frauen haben, irgendwie besser zu verstehen. Also eine rote, ist ja auch gerade ganz modern, eine rote Lederjacke. Hier ist jetzt so ein Pulli mit Pailletten ist das. Den habe ich selbst gestrickt. Ich stricke ja ganz gerne. Und eine rote Bikerjacke, die habe ich schon sehr lange. Aber ihr seht, das ist auch so ein Teil, in das ich mal investiert habe und was immer wieder kommt. Also rote Lederjacke macht so frisch. Das ist jetzt der versprochene Biker-Look. Ich habe jetzt meine Biker-Boots angezogen und die Jacke angelassen, Tasche drum gelassen. Ist ein tolles Outfit für die Stadt. Also zum Rumrennen, weil die Biker-Boots sind natürlich viel bequemer als Pumps. Also man kann die Pumps, also meine Pumps sind auch bequemer. Man kann natürlich besser durch die Stadt laufen zum Shoppen oder wenn man spazieren gehen will oder sich mit jemandem treffen will zum Kaffee trinken etc. oder ins Museum gehen möchte. Biker-Boots sind eine sehr schöne Kombination zu so einer rockigen Jacke auch. Aber man kann Biker-Boots auch romantisch stylen und das zeige ich euch jetzt. Einmal Romantik bitte mit der schwarzen Skinny Jeans und Biker-Boots. Dazu könnt ihr eine längere Tunika nehmen oder ein buntes Blümchenkleid. Wenn es jetzt ohne Ärmel ist, könnt ihr auch ein T-Shirt drunter ziehen. Das Kleid sollte allerdings nicht zu lang sein, also nicht bis zum Knie gehen. Eine Tunika und vielleicht eine dicke Strickjacke drüber. Das ist so eine Art Strickmantel hier mit Kapuze. Ihr könnt auch eine dicke, schöne Weste anziehen. Und so haben wir einen Bruch. Einmal die Romantik und unten haben wir das Derbe, den derben Bikerboot und die schwarze Skinny Jeans. Also gerade jetzt für Frauen, die ein bisschen kurviger sind, also um die Hüften rum, macht es sich natürlich prima, wenn ihr längere Oberteile anzieht. Also nicht so kurze, enge Teilchen zu engen Hosen. Das kaschiert immer ein bisschen besser, wenn man ein lang fließendes Oberteil dann trägt. Also das ist eine tolle romantische, und so könnt ihr auch die Sommerkleider, die ihr noch im Schrank habt, so könnt ihr die auch im Winter anziehen. Also entweder ein T-Shirt drunter oder eine dicke Strickjacke drüber oder eine Weste. Die weiße Bluse und die schwarze lässige Jeans machen diesen Stilbruch perfekt. Dazu ein Sling Pumps, einfach so eine Umhängetasche, absolut bürotauglich, also könnt ihr ins Büro anziehen. Es ist jetzt eine relativ kurze Bluse, man kann natürlich auch eine längere, so eine Boyfriend-Bluse anziehen oder so ein weißes Hemd, so ein Männerhemd. Tolle Kombination, finde ich, weiße Bluse und schwarze Jeans. Einfach einen schönen Gürtel noch reingezogen. Das macht übrigens auch sehr viel aus, wenn ihr in eure Jeans einen Gürtel einzieht, der irgendwie, also jetzt nicht gerade einen roten. Entweder sollte er zu den Schuhen passen oder jetzt hier habe ich schwarz-schwarz. Ich habe übrigens, wie ihr seht, ein paar helle Schuhe gefunden, ein paar nutfarbene Sling Pumps aus Lackleder. Die hatte ich schon eine Weile und irgendwie waren die ganz hinten im Schrank. Die laufen sich auch ganz toll. Also weiße Bluse, schwarze Hose geht immer in absolut, ist auch eigentlich ein Business-Outfit. Wenn ihr jetzt noch einen kleinen Blazer darüber zieht, seid ihr perfekt fürs Büro angezogen. Aber auch so, die jungen Frauen lieben das ja auch. Mittlerweile, das weiße Hemd ist ja absolut wieder trendy geworden.
ob jetzt Männerhemd oder weiße Bluse, ihr solltet wirklich in eine gute weiße Bluse investieren. Schaut mal nach, das ist gar nicht so einfach, eine tolle weiße Bluse zu finden. Die hier ist von Strines, die ist sehr schön zu tragen. Auch sehr lässig ist die Kombination Seidentunika, das ist mit so einer Schluppe. Das ist ja auch wieder sehr trendy seit ein paar Jahren. Und das ist so ein Sweatshirt-Blazer. Würde jetzt mit Sneakern wieder sehr sportlich aussehen, mit den Pumps wiederum elegant. Tja, ist man auch absolut mit angezogen, ne? Ja, sehr schön lässig. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Jetzt machen wir noch weiter mit Enkelboots und einem Mantel zum Beispiel. Ach nee, was ich euch noch gerne zeigen möchte, das ist so ein Blazer, so, den ich vorhin anhatte. Das ist so ein Sweatshirt-Blazer von Liebeskind, ist der. Der sieht auch ziemlich cool aus mit einem Sweatshirt drunter. Ja, jetzt habe ich die Enkelboots angezogen. Diesen schwarzen Sweatshirt-Blazer, sehr bequem. Ist von der Firma Liebeskind und eine rote Tasche. Diese rote Tasche peppt das Outfit natürlich jetzt ein bisschen auf. Ich habe jetzt hier ein Kapuzenshirt gewählt. Ihr könnt, es ist jetzt einfach, es ist nichts neu gekauft, ne, was ich euch hier vorstelle. Das sind alles so Sachen aus dem Kleiderschrank und ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt guckt, ihr findet unendlich viele Styling-Möglichkeiten. Das ist auch ein sehr schönes Outfit. Nicht langweilig, eine Skinny Jeans, Enkelboots, mit denen ihr gut laufen könnt. Irgendein Blazer, das ist wie gesagt aus Sweatshirt, es gibt ja auch andere Blazer, könnt auch einen eleganten Blazer dazu anziehen. Und diesen Bruch eleganter Blazer und Sweatshirt oder so eine Kapuzenjacke mit so einem Zipper ist schick. Aber hierzu wollte ich jetzt keine schwarze Tasche tragen, eine rote Tasche. Rot ist ja sowieso in diesem Herbst wieder mal der Hingucker und der Renner. Eine rote Tasche ist... Also gefällt mir jetzt auch sehr gut, wenn ich das jetzt hier so im Spiegel sehe. Und jetzt nehmen wir noch den Trenchcoat uns vor. Sehr französisch, sehr elegant. Der Trenchcoat kombiniert mit Handschuhen und einer Baskenmütze in Rot. Also Trenchcoat. Jede Frau sollte einen besitzen, mindestens einen besitzen. Ich habe, wie gesagt, diesen schwarzen, habe ich lange darauf hingespart. Das ist ein sehr edler Trenchcoat. Da gibt es dann auch verschiedene Längen, übers Knie, oberhalb des Knies enden, kürzeren. Der ist sehr funktional hier. Toll sind die Eingriffstaschen seitlich, die vielen kleinen Extras, die so ein Trenchcoat hat, der Gürtel. Man kann das auch lässig tragen, offen. Ne? Ich mache ihn jetzt mal auf. Und ein Trenchcoat ist ein absolutes Must-have für jede Frau. Ist meine Meinung, lege ich euch jetzt mal nahe. Und es gibt ja sehr viele. Ihr müsst einfach ein bisschen schauen, bis ihr den passenden, der muss mit euch sprechen, das ist wie mit der Hose. Also ein Trenchcoat und eine Skinny Jeans, eine schwarze. Ihr seht, das ist hier alles black, 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 aber die Brüche kommen jetzt mit den Handschuhen und mit einer Baskenmütze. Und das ist sehr herbsttauglich. Und vielleicht habt ihr eine Städtereise nach Paris vor, dann seid ihr sehr französisch angehaucht. Ja, das waren jetzt so ein paar kleine Styling-Tipps oder Vorschläge, Ideen für das Tragen einer schwarzen Skinny-Jeans. Wenn man jetzt jünger ist, natürlich sind jetzt diese Teddy-Jacken modern, das werde ich auch tragen, eine Teddy-Jacke und eine schwarze Jeans oder diese College-Jacken, aber das ist, würde ich sagen, für junge Mädchen. Also ich würde mir blöd vorkommen in einer College-Jacke, ich habe das in den 90ern angehabt, das war okay. Ich mag das nicht mehr an mir. Ich mag das an jungen Frauen, finde ich die ganz bezaubernd. Aber man muss sich ja so ein bisschen altersgemäß, finde ich, ein bisschen altersgemäß stylen. Also wir sollen jetzt nicht rutschig sein und nicht langweilig und schon das Beste und Tollste und das herausholen, wo wir uns mit wohlfühlen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran gehabt und konntet ein paar Ideen für euch da mit rausziehen und wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.